Hallo, ihr fabelhaften Waagegeborenen und Waage-Aszendenten. Herzlich willkommen zu eurem Liebeshoroskop für den November 2017. Ich bin eure Astrologin Antonia Langsdorf und wenn ihr eine persönliche Beratung braucht, könnt ihr euch direkt an mich wenden. Ihr erreicht mich über mein Kundentelefon oder über meine Homepage unter www.antonialangsdorf.com und beides steht unten in der Videobeschreibung oder auf der Infokarte hier im Bild. Und auch diesmal gibt es wieder eine Beratung bei mir in der Verlosung zu gewinnen und mehr dazu am Ende des Videos. Also bleibt dran! Ihr habt einen prickelnden Start in den November, denn die Liebesplaneten Venus und Mars stehen in eurem Zeichen. Und der Mars bleibt euch den ganzen Monat erhalten und gibt euch Schwung und den Mut, in der Liebe und beim Flirten auch mal den ersten Schritt zu wagen. Die Venus verlässt zwar ab dem 7. November euer Zeichen, bildet aber lauter tolle Romantikaspekte und verwöhnt euch von daher mit einer sehr liebevollen und romantischen Energie. Jetzt schauen wir uns eure Sterne genauer an und wir fangen an mit dem Erlebnishintergrund. Also die langfristigen Tendenzen. Und da gibt es eine ganz wichtige neue Entwicklung. Ab dem 9. November und bis zum 6. August 2018 geht die wilde Göttin Lilith ins Zeichen Steinbock und damit in eine Spannung zur Waagesonne. Und das Ganze in eurem vierten Sonnenhaus. Das wird eine Zeit, wo ihr euch verstärkt damit auseinandersetzen müsst, welche wilden und instinkthaften inneren Bedürfnisse ihr vielleicht unterdrückt, um euch nach außen hin anzupassen. Ihr seid dann vielleicht nicht mehr so schnell bereit, Kompromisse einzugehen oder ihr werdet durch Töchter oder andere Frauenfiguren in eurer Familie herausgefordert. Mehr zu diesem wichtigen Transit erfahrt ihr in meinem neuen Video-Special »Geh deinen eigenen Weg«. Darin bin ich ausführlich auf die Konstellation eingegangen und was sie für die 12 Sternzeichen bedeutet. Die ersten, die dieses Quadrat ab dem 9. November spüren, sind die Geburtstagskinder vom 24. bis 27. September. Ja, und der Jupiter, der steht ja jetzt im Skorpion in eurem zweiten Sonnenhaus bis November 2018. Und damit steht er im Finanz- und Wertebereich eures Horoskops und zeigt an, dass ihr mit einer finanziell günstigen Phase rechnen dürft. Auch eurem Selbstwertgefühl kann dieser Transit sehr gut tun. Ihr werdet euch nämlich bewusst, welche Potenziale in euch schlummern. Das wiederum festigt euren Glauben an euch selbst und euren Optimismus, wodurch ihr wieder gute Gelegenheiten in euer Leben zieht. Alles über die mythologische und die tiefenpsychologische Bedeutung dieses Transits erfahrt ihr in meinem Video »Finde den verborgenen Schatz«. Dann gibt es dann noch den wichtigen Aspekt, das Quadrat zu Pluto. Der steht ja auch im Steinbock und das ist ein durchaus schwieriger Aspekt, hat schon für viele Waagen sehr starke Umwälzungen und Entwicklungen im Familienbereich gebracht, weil es eben für euch hier im vierten Sonnenhaus der Familie steht. Große Herausforderungen und auch Prozesse, die euch auch psychologisch transformieren, sind da angezeigt. Rein vom Aspekt her ist es ein Quadrat, das heißt, es kann eben auch in euren Beziehungen dazu führen, dass Menschen euch in Situationen bringen, wo ihr merkt, da gibt es was zu transformieren. Es kann auch jemand sein, der euch so herausfordert, dass ihr da über euch selbst oder über die ganze Beziehung verstärkt nachdenken müsst. Jedenfalls ist es eine Zeit, wo man einigen Herausforderungen sich stellen muss. Und im November empfangen die Geburtstagskinder vom 8. bis 12. Oktober dieses Quadrat. Und wenn ihr da Beratungsbedarf habt, weil ihr unter diesem Einfluss steht, dann würde es sich wirklich lohnen, wenn ihr da mal eine Beratung buchen würdet. Denn das sollte man sich dann genauer anschauen. Dann habt ihr noch einen Doppelaspekt in diesem Monat. Und zwar steht der Saturn im förderlichen Aspekt hier im Sextil zu eurer Sonne und der Uranus steht immer noch in eurem Partnerhaus, aber beide sind in einem günstigen Aspekt verbunden. Und das kann jetzt für diejenigen, die diese Energie empfangen, zum Beispiel bedeuten, dass sie eine aufregende neue Beziehung finden, gerade am Anfang des Monats, wo die Venus da auch noch eingebunden ist. Und das ist zwar erst aufregend hier mit Uranus, aber es hat Potenzial, weil der Saturn dabei steht. Und insofern auch die Möglichkeit beinhaltet, dass sich das Ganze in etwas Längerfristiges umwandelt. Das ist halt sehr spannend und diesen Aspekt von Saturn und Uranus empfangen jetzt im November die Geburtstagskinder vom 16. bis 21. Oktober. Und damit kommen wir zu euren aktuellen Konstellationen und wir fangen den Monat an mit Jupiter, Sonne und Merkur. Im Skorpion bei euch im zweiten Geldhaus, das ist eine angenehme finanzielle Energie für euch.
Dann ist natürlich prima, dass die Venus in eurem eigenen Zeichen steht, in der dritten Dekade jetzt. Und auch der Mars, der steht in der ersten Dekade. Und das ist so ein bisschen eine Konstellation, was sich liebt, das neckt sich, ne? Weil Mars ist ja auch so ein bisschen gerne, setzt sich gerne auseinander. Macht euch vielleicht auch ein bisschen mutiger und ein bisschen frecher als sonst. Und insofern kann es eben durchaus sein, dass ihr euch da auch kabbelt, aber im Grunde euren Spaß dran habt. Und der 1. November ist auch gleich ein Top-Tag für euch, ein Feiertag zum Genießen nämlich. Vielleicht habt ihr ja abends vorher schon mit jemandem Halloween gefeiert und könnt dann am Feiertag kuscheln, denn der Mond aktiviert aus eurem Partnerhaus heraus die beiden Liebesplaneten, ne? Nacheinander. Erst den Mars und dann die Venus und das ist eine sehr leidenschaftliche Konstellation. Wenn ihr den Tag alleine verbringt, dann stehen die Sterne gut für kreative Tätigkeiten oder um sich mal so richtig mit einem Wellnessprogramm zu verwöhnen. Dann haben wir ja am 4. November den Vollmond, findet statt im Stier und im Skorpion und das ist ein sehr prickelnder Vollmond für euch. Sowohl für die festliierten Wagen, die haben das also praktisch in ihrem Beziehungshaus, als auch für die Singles hier mit dieser Venus-Uranus-Spannung. Und wenn ihr rund um diesen Vollmond tatsächlich jemanden kennenlernt, dann hat das Potenzial. Auch wenn vielleicht am Anfang dies oder jenes nicht zu stimmen scheint, weil Uranus ja immer so die schrägen Typen anzeigt, kann es doch am Ende ein romantisches Happy End geben. Dann am 5. November haben wir den Merkur, der wechselt das Zeichen und tritt ein in den Schützen. Es steht dann auch für euch günstig und das bringt ein optimistisches Denken mit sich. Am 7. November geht dann die Venus in den Skorpion und damit in euer zweites Sonnenhaus. Sie steht dann zwar nicht mehr in eurem eigenen Zeichen, aber sie bildet für den Rest des Monats lauter wunderschöne Aspekte mit Romantikplanet Neptun und Glücksplanet Jupiter. Und weil die Venus eure Herrscherin ist, schwingt ihr mit dieser schönen Energie ganz automatisch mit, auch wenn es sich nicht in eurem eigenen Sternzeichen abspielt. Insofern glaube ich, dass der ganze Monat für die Waagegeborenen ein sehr großes Potenzial hat. Also ein romantisches Potenzial. Am 8. November geht dann der Mars in eurem Zeichen in die zweite Dekade und am 9. November geht dann eben die Lilith hier ins Zeichen Steinbock in euer viertes Sonnenhaus und schaut euch dazu bitte das Special an, gehe deinen eigenen Weg. Dann habe ich für euch einen Top-Tag am Freitag, den 10. November, nein, es sind sogar zwei, und am Samstag, den 11. Da steht der Mond im Partyzeichen Löwe, hier in einem sehr schönen Aspekt zur Waagesonne und die Venus flirtet mit Jupiter. Das sind zwei tolle Tage für euch zum Ausgehen und Feiern und wenn ihr Karneval mögt, könnt ihr es am 11.11. so richtig krachen lassen. Dann haben wir ab dem 13. und bis zum 20. eine ganz heiße Phase, denn jetzt kommen die ganzen fantastischen Romantikaspekte mit der Venus. Und weil sie ja eure Herrscherin ist, wirkt das bestimmt sehr ansteckend auf euch und ihr seid in romantischer Stimmung und habt eine ganz tolle Ausstrahlung. Klar, manche schöne Fantasie wird nicht in die Tat umgesetzt und mancher Flirt bleibt eine Schwärmerei, aber es fühlt sich einfach gut an. Die Aspekte sind auch toll für alle Waagegeborenen, die spirituell unterwegs sind. Leider bildet aber auch in dieser Zeit der Mars aus eurem Partnerhaus heraus eine Spannung zu Pluto. Das wird so etwa ab dem 15. der Fall sein. Und das ist eine sehr aggressive Energie. Ja? Und wenn es in dieser Zeit zu Herausforderungen und Konflikten kommt, bei euch könnte das zum Beispiel ein Familienkonflikt sein, dann müsst ihr aufpassen, dass ihr nicht impulsiv oder unangemessen reagiert. Man neigt mit so einem Aspekt auch dazu, aus einer kleinen Sache ein Riesendrama zu machen. In diese Zeit fällt dann auch der Neumond am 18. November. Und das ist eine gute Zeit, um sich Ängste und negative Emotionen bewusst zu machen. Zum Beispiel, falls ihr ein Eifersuchtsproblem habt oder merkt, dass ihr euch wegen einer kleinen Ursache tierisch aufregt. Schaut euch diese negativen Empfindungen ganz liebevoll an und dann lasst sie los, denn der Neumond im Skorpion ist eine gute Zeit, um sich von etwas zu verabschieden. Und als neuen Impuls könnt ihr dann darüber meditieren, was ihr euch von eurer Partnerschaft und euren Beziehungen oder auch vom Zusammenleben mit der Familie für die Zukunft wünscht und wie ihr euch dabei selbst einbringen könnt. Am 22. haben wir dann wieder einen guten Impuls. Dann geht nämlich morgens um 4.05 Uhr die Sonne ins Zeichen Schütze. Und das ist eine sehr positive Energie. Und dann seht ihr eventuelle Probleme auch in einem viel optimistischeren Licht.
Danach folgt eine sehr romantische Phase mit Glücksplanet Jupiter in einem wunderschönen Aspekt hier zur Romantikplanet Neptun. Und die geht vom 23. November bis zum 5. Dezember. Das wird euch gefallen und euch inspirieren für die Liebe und eure Beziehung natürlich. Aber die Konstellation ist auch gut für eure Arbeit und für eure finanzielle Entwicklung. Und ab dem 23. geht dann auch die anregende Energie von Mars in eurem Zeichen in die dritte Dekade bis zum Ende des Monats. Und dann gibt es da nochmal einen Top-Tag am 25. Das ist ein Samstag, ideal, um etwas mit Freunden zu unternehmen. Und wenn ihr Single seid, könnt ihr mit der Clique losziehen und dabei nette Leute kennenlernen. Vom 28. November bis zum 1. Dezember wird der Mars nochmal in einen ziemlich hitzigen und spontanen Aspekt zu Unruhestifter Uranus gehen und das aus eurem Zeichen heraus, da müsst ihr ein bisschen auf euch aufpassen, denn so ein Mars-Uranus-Aspekt kann euch sehr reizbar machen und impulsiv und der zeigt auch eine erhöhte Verletzungsgefahr an. Ihr solltet also in dieser Zeit lieber keinen riskanten Sport treiben und eure Aktivitäten mit Ruhe und Achtsamkeit gestalten. Das gilt besonders für die Geborenen der dritten Dekade. Abgesehen davon kann dieser Aspekt aber auch nochmal heiße und prickelnde Flirts anzeigen, also könnt ihr damit schon auch euren Spaß haben. Außerdem beschenkt euch die Venus bis zum Monatsende mit romantischen Schwingungen. Das waren eure Sterne im November. Für eine persönliche Beratung könnt ihr mich jederzeit erreichen, entweder über mein Kundentelefon oder über meine Homepage. Beides steht unten in der Videobeschreibung und die Homepage ist auch hier hinter dem kleinen i im Bild verlinkt. Dieses Horoskop gibt es jetzt auch als Podcast zum Nachhören. Ihr könnt es über die Podcast-Funktion eures Smartphones oder direkt bei iTunes abonnieren. Den Link zum Podcast findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr mir eine gezielte Frage zu eurem Horoskop stellen wollt, dann könnt ihr an meinem Webinar Antonias Sterne teilnehmen. Es ist immer eine sehr schöne astrologische Fragerunde und ihr könnt dabei auch noch was über die Astrologie lernen. Der nächste Termin ist am Freitag, den 10. November um 17 Uhr. Bei der Verlosung könnt ihr wieder 15 Minuten Beratung bei mir gewinnen. Und wer gewonnen hat, das gebe ich in der kosmischen Schwingung vom Dezember bekannt. Und so nehmt ihr teil. Postet mir hier auf YouTube einen netten Kommentar, so wie euch meine Horoskope gefallen und ob ihr vielleicht eine Anregung für mich habt. Und abonniert meinen Kanal. Einfach hier klicken. Was es bedeutet, wenn die wilde Göttin Lilith durch den Steinbock geht, erfahrt ihr in meinem neuen Video »Gehe deinen eigenen Weg«. Und es gibt noch zwei Specials von mir, die ich euch empfehlen möchte. Finde den verborgenen Schatz und folge deinem Herzen. Alles Gute mit den Sternen!